Einen wunderschönen guten Tag heute aus England, aus dem Melton College. Welcome to my new video on my channel today from Melton College site in York, England. Wir sind in der Nähe von Manchester, gut eine Stunde mit dem Auto entfernt. Bin hier in Manchester, you can travel to Melton College in 1 hour. Als erstes sehen wir ein großes Haus, das ist das Gebäude, wo man Unterricht macht, beziehungsweise wo die ganzen Stunden sind. Oh, hier ist ein Blatt rausgeflogen. Holen wir es mal runter. Ah ja, ich weiß nicht, von wem das ist. Nehmen wir mal mit rein. Kann man ja auf den Tisch legen. Na, ist ja so, einer für alle, einer für einen. Sind wir hier so, ist das Motto. Hier ist dann, jetzt fällt mir gerade das Blatt wieder runter. Hier gehen wir dann die 3 Treppen, 4 Treppen runter. Da ist das ein Gasthaus für alle Gäste aus dem Melton College. Hier sehen wir dann auch nochmal einen kleinen, aber nicht wirklich jetzt so einen feinen, wie man es im Spruch sagt, Garten. Hier einen kleinen, schlicht gehaltenen Garten, wo aber gar nicht mal so hässlich aussieht. Da finde ich aber unseren Garten definitiv besser. Gehen wir hier die Treppe hoch und dann sehen wir direkt auch das kleine Foyer, wo man hier die Treppe zu den kleinen Examen- und Toilettenräumen runtergehen kann. Wie ihr hier schon seht, hier gibt es einmal den Low Restroom, also alles auf Deutsch übersetzt, den unteren nördlichen Raum, den unteren südlichen und westlichen Raum, Lektüre, also sprich kleine Klassenarbeiten und das Lektürtheater, wo ich jedoch noch nicht gesehen habe, weiß nicht, vielleicht ist das das, wo ich gedacht habe. Hier sind dann natürlich auch noch so kleine Informationen, würde ich mal sagen, hier über York und so kleine Ausstellungsblätter, wo man dann auch sehen kann, wie das ist. Wir gehen jetzt aber mal davor raus. Da können wir einmal hier die Treppe runtergehen. In Englisch, we can go down the stairs and going through the door. Open the door and go outside. There is the visit from the lobby. Beziehungsweise hier sehen wir dann auch den Außenraum. Hier geht es einmal so rum. Also sehr schön, wo auch dann die ganzen Informationen über das Melton College stehen. Steht natürlich hier groß und da an der Wand dran, das ist sehr gut. Melton College ist natürlich auch eine der bekanntesten englischen Sprachschulen in England für Deutsche und auch für Internationale. Also das gibt es ja auch fast in England gar nicht, dass man irgendwie hinkommt und irgendwie auch von Japan, also hier in meiner Schule sind Leute von Japan, von China, von Stuttgart, also von Deutschland, dann auch noch welche von Amsterdam, von Prag, von Tschechien, aus allen Ecken. Also es sind wirklich eine große Internationalität, wenn man so sagen darf. Es sind wirklich von überall Leute. Auch von Italien sind auch viele da, von Spanien vereinzelte. Ja, es sind sehr, sehr viele da. Und das macht das College wirklich also ein bisschen, würde man sagen, außergewöhnlich, weil viele von diesen englischen Sprachschulen, das ist dann so, dass eher Deutsche zu diesen Kursen kommen. Natürlich auch manchmal internationale Leute, aber viele auch von dann diesen deutschen Kursen, dass da angeboten wird, dass wir hier für Deutsche dann hier das anbieten oder auch für Leute, die wo dann eher dieses, ich sag mal so, dieses Bedürfnis mit diesen Leuten Englisch zu lernen, da ist natürlich dann auch schon da und dann, dass das auf jeden Fall irgendwie geschlichtet wirkt. Hier ist dann aber so, dass wirklich alle Leute von überall, egal ob England, auch von England, aber ich glaube, also
Zurzeit haben wir hier keine von England. Dass wirklich alle kommen können, die wo irgendwie Englisch lernen wollen. Da gibt es natürlich auch viele Kurse. Wir haben hier die Kurse E1, E2, ML1, L5, E5 haben wir natürlich alle Kurse dabei. Und dann gibt es noch diese Kurse für die Goldenen, also für Erwachsene zum Beispiel. Das heißt dann Gold 5, Gold 3, Gold 2 und Gold 1. Das bedeutet also, dass da wirklich die mit gutem Englisch da in diese Gruppe können und dann auch mit, ich sag mal so, von gutem wirklich Informationen kriegen. Und das ist wirklich auch ganz gut, würde ich sagen, weil wenn man dann so sieht, diese Informationen hier drüber, also es gibt Rezensionen, wo drin steht, mittelgut. Also ich habe gesehen, ich glaube 4,7 Sterne hat es gerade, ist super. Insgesamt, also ich würde dem 5 Sterne geben, von dem, wo es anbietet auf der Internetseite. Genau, weil es ist wirklich, würde ich sagen, richtig gut und auch wirklich lernenswert. Also wenn man Englisch lernen möchte, kann man hier gerne hinkommen, würde ich sagen. Dann sind wir so, dass diese Lerngruppen, da gibt es dann noch eine Information. Wie gesagt, diese Lerngruppen, wie man es auch schon hört, in Deutschen gruppenweise aufgeteilt, also so mit den Schülerzahlen um die 15 oder weniger. Ich glaube, Maximum sind 16 Schüler. Im Durchschnitt sind es aber dann nur 13 in dieser Zeit. Das ist schon sehr voll. Aber diese Zeit kann auch natürlich noch voller werden, wie zum Beispiel 16 Leute im Durchschnitt. Also, nee, Durchschnitt nicht, weil Durchschnitt sonst wäre es ja manchmal höher. Und ich denke, es sind 16, wo man überhaupt erst Maximum hier haben kann, weil sonst einfach nicht so gut ist. Wir gehen jetzt mal rein, in wenigen Minuten zeige ich euch dann noch den Innenraum, bis wir das haben. Aber jetzt gerade ist noch eine Konversation, würde ich mal so sagen. Deshalb stehen wir erstmal hier draußen. Da sind dann auch noch diese schönen Schilder, wo man sehen kann, für was das ausgezeichnet wird, beziehungsweise von wo es ausgezeichnet wird. Kurze Information, wir gehen jetzt erstmal dann noch nach Venedig, also bald fliegen wir jetzt am Sonntag, das sind meine 2 Wochen England dann vorbei, New York hier zu sagen, da gehen wir dann erstmal mit dem Flugzeug, ich werde euch dann natürlich noch mehr Informationen geben, fliegen wir jetzt aber mit dem Flugzeug nach München mit Lufthansa natürlich, Lufthansa Economy Classic, das ist die Kategorie über Economy Light, also die zweite Klasse. Nee, eigentlich möchte ich erste Klasse fliegen, aber da gibt's einfach keine auf unserem Flug. Weil das war so ein bisschen creepy. Also die erste Klasse ist Premium Economy und die kostet einfach irgendwie nicht arg viel mehr und die war dann leider schon ausgebucht. Dann war die Information halt so, dass wir da irgendwie diese Sachen bekommen. Also so, dass ja, es einfach so ist, dass ich Economy fliegen muss. Was ich komisch finde, ist aber so. Naja, da fliegen wir mit Lufthansa nach München und von München fliegen wir dann 2 Stunden später nach Venedig mit Air Dolomiti. Das ist eine Tochtergesellschaft von Lufthansa, beziehungsweise war eine oder ist eine, das weiß ich nicht mehr ganz. Da werde ich euch aber dann noch kurz vor meinem Flug Informationen preisgeben, auch über das Alter, über das Flugzeugmodell. Das werde ich euch dann noch weitergeben. Erstens aber mal, dass hier diese Informationen auf jeden Fall alle nicht irgendwie auf der Wahrheit, also das ist wirklich so, ja, das ist 100% so, wie ich sage, es kann sich immer abweichen von den Tageszeiten und auch von den Informationen der Airline oder auch hier von dem College, wo ich euch erzähle, ist, wir gehen jetzt gleich mal rein. Wie wir auch schon sehen, habe ich euch aber vorher schon gezeigt. Genau. Wir müssen jetzt nur gucken, dass hier keine Leute sind, weil es ist natürlich schlecht, wenn ich Leute filme, die wo es nicht wollen.
Die Ecke ist immer so eine Sache. Wenn ich da filme, weiß man ja nie, ob da jemand um die Ecke kommt. Jetzt muss ich schon ein bisschen runter machen. Draußen kann ich euch dann mehr Informationen geben. Jetzt sind wir mal wieder draußen hier und dann kann ich euch jetzt mal so ein bisschen noch mehr Informationen über meine Reise geben. Also ich mal jetzt ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen witzig so erzähle, ne? Ach nee, also wir fliegen, wie gesagt, nach München und dann nach Venedig. Wir bleiben natürlich aber nicht in Venedig, wie ihr letztes Jahr schon gesehen habt, im Campingplatz in Jesolo. Wir gehen mal wieder nach Jesolo diese Woche, dieses Jahr aber nur für eine Woche. Danach gehen wir in Robinson Club Amadee und auf ein Kreuzfahrtschiff namens Mein Schiff. Ihr fragt euch, ach, der Junge, der mag doch lieber AIDA hier. Ist auch so, aber ist gebucht und wir wollen mal nicht meckern. Und wenn ich meckere, ganz wichtig zur Sache, meine Meckerungen, also das, wo ich auszusetzen habe, in meinen Videos, da muss ich euch wirklich sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau von mir und ist auch nur mit den Vergleichen auf anderen Basissen zu vergleichen. Da manche Sachen halt einfach so sind, wenn man ein Video macht, muss man auch kommentieren. Und das über die kleinsten Dinge, die wo es gibt, egal ob das jetzt eher Meckern auf hohem Niveau ist oder auch andere Dinge. Aber da muss man auch wirklich dann mal wirklich richtig, richtig kommentieren. Und dafür stehe ich ja auch mit meinem Kanal, dass man wirklich, wie manche Kinder wohnen und auch Leute, wirklich kommentiert wird. Also sprich, die Information gegeben wird, die wo ich auch verspreche und die Information auch richtig gebe von meiner Seite aus. Genau, und dann, wenn wir dann in Jesolo in dem Campingplatz für eine Woche vollendet sind, da werde ich euch natürlich viele Videos auch von Hotels machen. Wundert euch deshalb nicht, wieso ich da in manchen Hotels bin. Vielleicht mal zum Kaffee währenddessen, ne? Gehe ich immer dann so zum Frühstück öfters mal hin. Das werde ich dann euch aber auch direkt mitnehmen. Auch von mir werde ich ins Meer gehen. Wir werden in den fast größten Wasserpark in ganz Italien gehen. Das ist wirklich Aqualandia, jetzt Cariba Bay, heißt dieser Wasserpark. Und da werde ich euch mitnehmen. Danach werden wir eine Woche auf Mein Schiff 6 gehen. Das ist eine Kreuzfahrt auch in Italien. Da werde ich euch auch natürlich viel mitnehmen von dem Wasser, also von Pool, von Kreuzfahrtschiff, wie ihr es auch möchtet. Restaurants werde ich euch alles zeigen. Und danach geht's dann im Robinson Club Amadee. Da brauche ich euch nicht mehr viel zeigen. Da kennt ihr das ja schon alles. Für alle die, wo meine Videos schon seit mindestens einem halben Jahr aktiv verfolgen. Also sieht man ja schon, also ich war schon sehr oft im Robinson Club Amadee. Wenn ich euch jetzt so sage, mit meinen Videos ist das, glaube ich, das Hotel, wo ich am meisten gefilmt habe. Wenn ich euch so sagen kann. Also wo ich schon mit meinen Videos am öftesten war, weil da war man jetzt jedes Jahr 2 bis 3 Mal. Und seit 1,5 Jahren mache ich jetzt YouTube circa, also circa 4 bis 5 Mal war man da jetzt schon zum Filmen. Und das war wirklich das Öfteste. So lang ist ja YouTube Anfang auch noch gar nicht her. Kann ich mich noch dran erinnern. Darüber geht's jetzt aber nicht. Da werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Das ist dann in Österreich. Und von dort werden wir dann im Zug nach Stuttgart wieder fahren. Mit dem ICE. Gibt's mal wieder eine ICE-Reise. Wo ich euch schon lange nicht mehr mitgenommen habe dann auch. Das wird dann auf jeden Fall eine witzige Reise. Weil wir da halt 7 Stunden im oder 6 Stunden, wenn es gut läuft, im ICE sitzen. Da werde ich euch dann aber auch mitnehmen. Können wir YouTube schauen, können wir dann auch so ein bisschen recherchieren, ein bisschen entspannen, im Bordrestaurant essen, erste Klasse fahren. Das wird dann auch alles im ICE natürlich mit erster Klasse. Wie ich ja eigentlich auch immer fahre im ECE erste Klasse, sag mal so, arg viel teurer ist das gar nicht erste Klasse. Und dieser Service in der ersten Klasse ist aber eigentlich auch gar nicht besser. Ist so ein bisschen, ja, genau. Nicht so wie bei den Airlines, wo dann in erster Klasse wollen sie noch ein freies Getränk, sie können gern so viel essen und so. Wisst ihr, das ist im ICE leider nicht so. Das hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die eine Sache, wo ich von der deutschen Bahn wirklich sage, ihr seid schlecht.
damit. Wirklich, das sage ich auch so aus Ehrlichkeit, weil das wirklich nett geht. Erste Klasse kostet auch mehr, nicht arg viel, aber auf jeden Fall mehr. Und wo man dann vielleicht noch einen guten Service oder ein Freigetränk, wie im Railjet in der Business Class, hat. Naja, so ist es halt. Wir wollen jetzt da nicht meckern. Das ist Meckern auf mittlerem, hohem Niveau, weil das wirklich schon so ein bisschen ist, wo man sich wünscht, wenn man erste Klasse fährt. Aber gut. Ja, und dann werden wir, wie gesagt, in Stuttgart sein, dann nach Mannheim fahren, nach Freiburg fahren wir dann noch in den Ferien. Da nehme ich euch natürlich auch mit. Wenn alles gut läuft, fahre ich vielleicht noch nach Köln. Aber das ist nicht klar. Das ist vielleicht 5% geplant. Also da gehe ich vielleicht nicht hin, vielleicht schon. Das werdet ihr dann noch sehen. Ich werde mich an dieser Stelle schon mal bei allen Abonnenten nochmal bedanken. Das mache ich irgendwie viel zu selten. Vielen, 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 wirklich vielen Dank für diese 14.520 Abonnenten. Das ist wirklich ein Traum. Also, auch wenn ich sehr viele Videos schon hochgeladen habe und viele sagen, hey, hört euch auf. Also, für mich ist es ein Traum, dass ich weiß, manche feiern irgendwie diese cringen Videos von mir so. Wisst ihr, wie ich meine? Und genau. Deshalb. In diesen Worten, lasst ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die wo ein Like da gelassen haben und auch alle, die wo ein Like da gelassen habt, aber noch mehr für die Abonnenten. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal. Unten könnt ihr abonnieren, hier könnt ihr liken. Wenn ihr nicht angemeldet seid, macht euch keinen Stress, meldet euch nicht an, dann braucht ihr es auch nicht. Aber für alle, die wo angemeldet sind. Nun bedanke ich mich, wie gesagt, noch einmal für alle Zuschauenden heute und bedanke mich für das gute Video. Bis bald auf meinem Kanal.